Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal ein Update gebe, wie es mit meinem Prepper Campervan denn ausschaut. Und genau das will ich heute tun. Ich verbringe momentan jede freie Sekunde darin, um den umzubauen. Und jetzt hat er zumindest mal den Ausrüstungsstand fast A1, den ich gern hätte. Also es fehlt nur viel, aber es wird langsam. Und ich zeige euch heute mal, was ich so alles getan hat mit der Elektrik, wie ich die bauen werde, mit der Solar, wie ich das bauen werde, was ich innen drin gemacht habe, dass aus diesem Baustellenfahrzeug, was es ja wirklich war, mit tiefsten Kratzern, ein echt ansehnliches Auto, zumindest im Cockpit schon mal geworden ist. Ich werde euch sagen, welche Möbel dass ich hinten schon drin habe, wie ich isoliert habe, welche, dass ich die Decke schon zum Teil eingebaut habe. Und all diese Dinge, die jetzt da reinkommen, jetzt kann ich es natürlich viel konkreter sagen als beim ersten Mal. Und wenn euch das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Sagen wir starten einfach außen rum. Ich fange vorne an, was ich hier getan habe, eigentlich nicht so viel. Ich musste noch hier Pumpe auswechseln und eine Dichtung war kaputt. Bei mir ist immer das Kühlwasser ausgelaufen und ich habe keine Ahnung gehabt, warum. Ich habe natürlich hier bei den Sicherungskasten habe ich ein paar Sicherungen verändern müssen. Die waren irgendwie falsch zusammengesteckt. Fragt mich bitte nicht, warum. Okay, außenrum weiter. Hier habe ich also die Scheiben verdunkelt. Dazu habe ich also so Plastikscheiben eingebaut, die es gibt. Die haben für mich einfach den Vorteil, die haben noch eine bessere Isolierung. Und wie man sieht eigentlich kaum durch. Also echt von dem her pfundig. Gehen wir mal zur Heckscheibe, zum Heck allgemein, also zur hinteren Tür. Hier habe ich einiges machen müssen. Hier habe ich natürlich auch so eine Plastikscheibe rein, man sieht also kaum rein, also ein bisschen schon, wenn man genau schaut, aber es ist schon richtig gut verdunkelt. Was hier unten noch reinkommt, das ist eine Fahrzeugkamera, eine Rückfahrkamera, die liegt schon daheim, die muss ich nur einbauen. Also hier oben sieht man, ich habe also hier quasi hinten schon dieses normale Teil raus und habe das durch so Holz ersetzt. Ist noch nicht ganz fest dran, weil diese schwarzen Punkte, die ihr seht, darum schaut ihr da so runter, nicht lang genug waren, die habe ich aber jetzt bekommen, die werden jetzt bald eingebaut. Dann, was habe ich noch machen müssen? Ich musste hier diesen Motor, der da drin ist, musste ich nochmal neu machen. Der hat nicht funktioniert, das heißt, ich konnte quasi nicht mehr per Funkding zuschließen. Hier ist der Scheinwischermotor, den musste ich neu machen, der hat auch nicht funktioniert. Also hier war einiges zu machen. Und was ebenfalls noch zu tun war, durch das, dass das Holz natürlich jetzt viel schwerer ist, ging die Klappe nicht mehr richtig auf. Das heißt, ich habe auch hier neue Dämpfer eingesetzt und jetzt hält es wieder wunderbar. Also von dem her, Heckseite ist fertig, bis auf die Kamera. Es wird. Hier vorne will man es ja, verbringt man doch sehr viel Fahrzeit und deswegen wollte ich es halt schön haben und das war halt ein Baustellenfahrzeug. Das heißt, hier waren überall, dort unten war alles voller Kratzer, hier alles, man sieht es nur ein bisschen. Sind noch Kratzer da, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe also diesen Unterteil tatsächlich erstmal schwarz gefärbt mit diesem von Sonax Kunststoff 9 nennt sich das. Das ist super cool. Ich habe also vom Segway her noch und damit habe ich das quasi schwarz gemacht. Das heißt, das obere ist dunkler grau, das untere ist schwarz. Finde ich, schaut aber richtig cool aus. Ich habe dann hier noch so eine Blende eingebaut, einfach damit die Optik ein bisschen schöner ist. Und hier habe ich mir mittlerweile einen Bildschirm eingebaut und der hat vielfältige Funktionen. Zum einen kommt da die Rückfahrkamera hin, zum zweiten ist ein Navi mit drin, zum dritten habe ich eine Freisprecheinrichtung. Ich habe nach wie vor Radio, der vorherige war echt unter aller Sau. Und ich habe dazu noch DAB Plus mir eingebaut, sodass ich quasi noch einen besseren Radioempfang habe und zwei verschiedene Radioempfang. Falls einer mal nicht geht, geht vielleicht der andere. Voll cool, könnt ihr jetzt meine Videos anschauen während der Fahrt. Ich habe hier quasi alles abgebaut gehabt, um hier die Leitungen zu verlegen für die Freisprecheinrichtung, fürs GPS, für das DAP. Also hier ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das? Genau. Hier am Lenkrad, das war auch total zerkratzt. Hier habe ich quasi Leder rumgemacht. So Ding funktioniert super, fühlt sich gut an.
Und hier die Sitze. Sitzüberzüge aus Kunstleder eingebaut, mit in der Mitte so Stoff. Schaut richtig cool aus. Denn hier war es quasi so, hier kann man es nur sehen und auch fühlen. Hier ist ein riesen Loch drin. Also wie fast alle Vitus, der Sitz war unter aller Sau. Hier war also so ein großes Loch drin und es hat natürlich nicht schön ausgeschaut. Und deswegen habe ich hier auch umgebaut. Und so macht das Ganze langsam einen richtig coolen Einblick. Ich habe gerade gesehen, da waren lauter Kratzer drin. Das habe ich jetzt einfach mal gefilzt. Und dann schaut das natürlich auch gleich ganz anders aus als vorher. Das heißt, der vordere Bereich ist eigentlich relativ fertig. Was noch fehlt, dort oben kommt nur ein CB-Funkgerät rein und oder eventuell ein anderes Funkgerät. Da bin ich nur am Überlegen, wo ich das einbaue. Zwei Sachen, die mich echt beim Umbau bis jetzt super geholfen haben. Das eine ist diese fahrbare Werkzeugbox, die ich von Adimax habe. Die gibt es dort auch zu kaufen, kann ich eigentlich nur empfehlen. Da ist nämlich einfach alles mit drin, was du so benötigst zum Umbauen. Jedes Werkzeug, was ich brauche, habe ich da drin gefunden. Ein weiterer wichtiger Helfer war für mich die Olight Zwiffel. Die kann ich euch definitiv fürs Auto nur empfehlen. Derzeit die eine, die gibt es jetzt wieder im Sale diese Woche. Für, glaube 32 Euro oder sowas. Also die ist ihr Geld definitiv aber sowas wert. Die gibt es also dann in diesem schönen Blau. Jetzt diese Woche im Sale. Wie gesagt, um einiges billiger. Und die hat ja den Vorteil, das ist ein normaler Strahler. So ein richtiger Arbeitsstrahler. Ich kann aber auch umschalten und habe eine normale Taschenlampe damit. Die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Ich muss sagen, die hat für mich bei Olight mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wo ich die überall hergenommen habe, ich wollte mir hinten nur ein Licht dran machen, damit ich, wenn hier irgendwas ist, ich hier kochen kann. Und da habe ich lange überlegt, wie mache ich das. Aber das Einfachste, Zwiffel, Magnet, fertig. Funktioniert saugut, muss ich echt sagen. Und vor allem, ich kann ja die zum Beispiel so reinstrahlen lassen. Also Leute, ihr merkt es vielleicht, ich bin von dem Ding echt begeistert, vor allem für den Preis. Top, und dass ich es halt als normale Taschenlampe halt auch noch verwenden kann, wenn irgendwas ist, gehört dieses Ding. Die hat zwar jetzt nicht die Power wie andere Olight, also die normale Taschenlampe, aber einfach, dass ich noch zusätzlich eine Taschenlampe dabei habe, ist eine coole Sache, die ich in alle Varianten, ich kann es mir einen Rucksack ranhängen, ich kann es mir hier an die Jacke ranhängen, die hält sogar, und durch das, dass die eben auch so zum Hinstellen ist, auch die Möglichkeit habe, kann ich quasi von unten an die Decke leicht. So. Ihr seht, es ist alles nur Baustelle, es ist noch viel Dreckerin, das wird alles einmal demnächst gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe mir rundum gedämmt. Hier oben seht ihr noch die Dämmung direkt. Ich habe hier Holzlatten verlegt, die ich direkt aufs Gehäuse geschraubt, also auf die Karosserie geschraubt habe, damit ich hier die Decken anmachen kann. Ich habe hier an der Seite bereits das die Seitenwand mit drinnen, hier kommt nur Fensterbrett her. Ich habe am Boden natürlich eingelegt. Ich habe auf dieser Seite herüben alles gefilzt, weil da kommt ja ein Schrank hier auf dieser Seite. Also das Bett ist ja hier zum Ausziehen. Dieses Bett ist quasi hier zum Ausziehen. Hier kommt noch Polster drauf, dann kommt hier der Tisch her. Das heißt, ich kann dann hier ums Eck schön sitzen, wunderbar. Von dem her ganz cool. Und hier kommt eben der Schrank her, deswegen habe ich hier hinten nur gefilzt. Weil, wenn ich hier wieder so eine Wand hingebaut hätte, hätte ich ja wieder 1-2 cm verloren. Und das will ich ja nicht, weil viel Platz habe ich ja nicht. Aber es muss ja doch eine Menge rein. Aber von dem her schaut es jetzt ganz cool aus. Und auch das da wird noch richtig festgemacht. Ja, es wird langsam, sagen wir es mal so. Es wird langsam. Was mir an dem Bett sehr gut gefällt, das sind zwei Fächer. Ich habe also hier ein sehr großes Fach drin, wo ich sehr viel reinbringe. Hier seht ihr, ist meine Trenntoilette von Trelino drin. Die werde ich demnächst mal vorstellen, genaueres. Hier ist mein Get-Home-Bag mit drinnen, mein kleiner Rucksack. Und hier ist noch Wasser und zusätzliche Sachen mit drin. Und hinten habe ich quasi nur mehr eine kleinere, da ist dann Werkzeug etc. mit drin. Also von dem her ganz praktisch, und wie gesagt, hier kann man sich ja wunderbar schon mal draufsetzen. Jetzt kommt dann noch der Campingtisch einer und dann kann ich eigentlich theoretisch schon loslegen, auch wenn noch nicht alles da ist. Zu dem Bett muss man eins dazu sagen, das habe ich nicht selbst gebaut, ich habe eins konstruiert virtuell und dann festgestellt, hey, genau das, wie ich es haben will, gibt es tatsächlich am Markt. Das habe ich vom Hornbach gekauft, sollte keine Werbung sein in dem Fall. Aber die haben speziell für Camper eben jetzt so Möbel drin. Meins hätte 1,80 Meter auf 1,20 Meter gehabt, das hat 1,80 Meter auf 1,18 Meter. Also fast das gleiche, und ich konnte den hinteren Teil extra raus tun, sodass man schön ums Eck sitzen kann. Von dem her, coole Sache, habe ich mir viel Arbeit gespart. Das war mir das echt wert, weil ich glaube, da sitzt an sowas, sitzt schon mal 3-4 Tage dran.
Wie stelle ich mir die Stromversorgung vor? Punkt A, was muss betrieben werden? Die Kaffeemaschine, das Wichtigste drum logischerweise. Dann habe ich einen Monitor herin, ich will ja da herin arbeiten. Zum Monitor brauche ich, zum Laptop, brauche ich einen Monitor natürlich mit dazu. Der muss damit betrieben werden. Dann habe ich hier eine 1200 Watt Keramikheizung, die man quasi dann einmal, falls wirklich kalt ist, kurzfristig einmal verwenden kann. Langfristig kommt eine Gas-, Diesel-Standheizung wahrscheinlich mit rein und es kommt eine Gasheizung mit rein. Insofern sollte das jetzt mal für die normalen Sachen locker ausreichen. Ich teste dazu gerade die EcoFlow Delta. Die hat den Vorteil, die hat 1800 Watt. Das heißt, die kann alles betreiben, was ich brauche, vom Laptop und gleichzeitig die Kaffeemaschine, ganz wichtig. Ohne Probleme. Wir haben einen 12-Volt-Ausgang mit 100 oder 120 Watt und den werde ich quasi mit Zigarettenanzünder verteilen. Damit laufen dann auch diese LED-Lichtchen, die ich mir quasi schon geholt habe, die dann an die Decke kommen. Die sind dimmbar, das heißt, wenn ich nicht so viel Licht brauche, verbraucht er nicht viel und selbst bei voller Last brauchen die 15 Watt. Also ich kann die tagelang, wochenlang mit der betreiben, ohne Probleme. Zum Laden baue ich mir zwei Solarpanels aufs Dach und zwar von Active sind die, 2x 100 Watt Peak. So Leute, hier sind also die Solarpanels von Active, die sind spezielle und zwar haben die einfach höhere Effektivität, also Effizienz wie die anderen, die haben also fast 22% und das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen, die haben einfach kleiner mit der gleichen Leistung. Das heißt, jedes hat 100 Watt Peak, ich habe also dann 200 Watt Peak auf dem Dach drum und ihr seht, die kommen hier quasi auf dem Dachgepäckträger drauf. Und so kann ich die ohne große Probleme aufbauen. Und was das coole ist, die schauen halt auch noch geil aus mit dem Schwarz. Auch auf der Rückseite sind die schwarz. Haben den riesen Vorteil, ich habe dann 200 Watt Peak dabei und ich habe dann noch eine Abzweigung mit dabei für die MC4-Stecker. Das heißt, ich kann dann ein normales Solarpanel noch mit dazu nehmen. Dann habe ich quasi 320 Watt Peak dabei, wenn ich stehe und 200 Watt Peak, wenn ich quasi fahre. Insofern denke ich mal, für das, was ich Strom benötige, sollte es ganz locker ausreichen. Weil die Kühlbox hätte ich fast vergessen. Die gehört natürlich nur mit rein. Da kommt mein Plug-in-Festival hier mit rein. Und die muss es betreiben. Insofern, da sollte ich relativ autark sein. Und der Riesenvorteil ist, gegenüber einem fest eingebauten, ich kann das Ding halt mit rausnehmen und mir draußen Strom holen. Also, oder wenn ich draußen mal Strom brauche irgendwo, stelle ich mir die einfach daneben hier. Und das finde ich schon richtig cool. So, wie weit bin ich mittlerweile mit dem Thema Tarnen von dem Ganzen? Also hier kommt mein Logo drauf, mein normales rundes, das ihr gesehen habt, das ist neu. Ob es in grün drauf kommt oder in braun oder in grau, das weiß ich nicht, wahrscheinlich in braun. Finde ich, schaut einfach besser aus zu dem Silber. Und dazu werde ich mir so Magnettafeln holen, das heißt, ich dann drüber klebe, dass ich, keine Ahnung, dann im Wald bin ich halt irgendwie, was weiß ich, Forstbetrieb Chiemgau, keine Ahnung. Oder in der Stadt bin ich vielleicht dann im Pferdekrematorium Chiemgau, irgend sowas in die Richtung, sodass ich quasi dann je nachdem, wo ich gerade bin, hier drauf tue oder irgendein Handwerkerwagen oder was einer von euch die Idee gehabt hat, Bestattungsinstitut Chiemgau zum Beispiel draufschreiben und damit behelligt dich natürlich auch in der Stadt keiner. Also das ist einfach so, dass ich in der Stadt jederzeit stehe und dann bin ich halt der Handwerker, wenn ich draußen stehe, bin ich halt der Forstarbeiter und insofern denke ich mal, da sollte ich keine großen Probleme kriegen. Du siehst von der Seite nicht rein und vorne werden die passenden Accessoires dann mit dazu stehen. Also wie zum Beispiel, wenn du Forstbetrieb bist, dann ist halt vorne ein Helm drin von einer Kettensäge oder eine Warnweste oder sowas in die Richtung. Damit fällst du schlichtweg nicht auf. Okay Leute, ihr habt es gesehen, es ist schon viel erledigt, es ist noch viel zum Erledigen. Wir fangen mal an, die Decke kann ich erst drauf machen, wenn ich die Solarpanels drum habe, weil ich muss ja vier Leitungen durchführen durch die Decke und das ist natürlich blöd, wenn dann die Decke schon drauf ist, dann kann ich die ja nicht mehr verlegen. Ich kann hinten an der Heckklappe das Holz erst festmachen, wenn ich die Rückfahrkamera eingebaut habe. Die ist auch jetzt erst gekommen, weil sonst muss ich sie ja wieder runterreißen. Das bringt dann auch nicht wirklich viel. Es fehlt noch die ganze Kommunikation. Da kommt also zuvorerst mal ein Baufeng mit rein. Und ich möchte mir dann eine CB-Funkanlage mit reinbauen. Auch die muss durch die Decke. Also erst wenn das alles da ist, kann ich dann das fertig bauen. Was ganz wichtig ist, es fehlt noch eine Kiste. Die hätte ich eigentlich schon gehabt, nur leider habe ich die Kiste jetzt für den Stromteil brauchen können, weil die ursprünglich für den Stromteil gekaufte Kiste passt leider nicht rein, weil der Sitz zu weit nach hinten geht, sonst müsste ich mich so hinsetzen, wollte ich dann auch nicht. Und da kommt dann eben Notnahrung rein, da kommt eben Wasser mit rein und da kommt der Schlafsack noch mit rein.
Und damit habe ich quasi Ausrüstungsstand A1, meinen ersten Ausrüstungsstand, so beieinander. Also ich könnte jetzt losfahren. Ein Campingtisch kommt natürlich nur rein. Und könnte dann quasi eigentlich schon draußen arbeiten. Sonstiges, soweit ist es dann alles schon beieinander. Die Möbel werde ich dann irgendwann mal bauen, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Irgendwann im Frühjahr können wir dann, hier kommt ja ein Schrank, hier vorne kommt nur ein Küchenschrank. Den zeige ich euch mal, was da geplant ist. Der hat eben dann den Vorteil, wenn ich hier öffne, kann ich quasi, ist hier dann quasi die Küche. Hier kommt der Tisch zum Hochklappen, dass ich hier draußen kochen kann, wunderbar, dass ich mir hier als Bar hinlehnen kann. Hier kommt der Tisch zum Ausklappen, sodass ich hier draußen kochen kann, wenn irgendwas ist. Hier werde ich noch ein Tarp oder irgendwas, baue ich mir da noch drüber, damit ich den Regenschutz habe. Und dort hinten kommt eben der Schrank komplett hin, der Kleiderschrank etc. Und dort vorne kommt eben der Schrank mit der Kühlbox und dem Elektrozeug hier. Ja. So, ihr seht, ich habe viel geschafft, es ist aber noch sehr viel zu tun. Aber es wird zumindest langsam, ich merke was. Wenn ihr noch Fragen oder Tipps habt zu dem Ganzen, ab in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Kinga. Servus.